Ladies and Gentlemen, Rüssig Pupsig ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Freunde. Und zwar bin ich heute unterwegs zu Touren, Freunde, denn ich dachte mir, ey, ich habe viel Scheiße mit Touren erlebt. Es wird mal Zeit, die ganze Sache wieder gut zu machen. Ich will ihn einfach nur auf ein Eis einladen oder sowas, Leute. Einen schönen Tag mit Touren unternehmen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen dies, das, Ananas. Ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Deswegen, Leute, lasst ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke, um nichts zu verpassen, Freunde. Wer hat noch nicht Glocke aktiviert? Du da hinten? Ich weiß es, Leute. Deswegen, wer nicht macht, der geht jetzt. Okay, also alle Glocke aktiviert, perfekt. Wir fahren jetzt hier rüber, Leute, schön mit unserem roten BMW, Leute. Ihr wisst ja, BMW, roter BMW ist so richtig meins. Parken den hier, guck mal, da vorne telefoniert er schon. So, wir stören ihn jetzt mal ganz kurz, er wird bestimmt Zeit haben. Ja, kriegen wir alles hin. Ja, kein Problem, ja, hier, super. Ja, mach's gut, tschüss. Was geht, Bro? Was machst du hier? Ey, guck mal, das Ding ist erstmal, komm mal her, Brudi. Komm mal her. Oh. Okay, ja, erstmal. Ja, gut, was? Ja. Ey, Tuan, guck mal, das Ding ist, letztes Mal immer standen wir uns gegenseitig auf den Schuhen. Ich als FIB-Agent, du als Gangster. Ich dachte, es wird mal Zeit für einen kleinen Ausflug. Ich lade dich auf ein Eis ein, weißt du, was ich meine? Ich will nichts sagen, nicht lustig, aber... Also, ob du mir auf die Soße sehen könntest, ja? Ich hab euch nur ein bisschen begnadigt, weil du warst FIB. Ja, es ist ja auch nicht schlimm oder so, aber ich dachte, es wird mal Zeit, was zu unternehmen, ohne dieses ganze Krieg, Beef und dieses... Ja, weißt du, was ich meine? Komm, wir gehen Eis essen, komm. Ich würde tatsächlich gerne, aber ich hab heute keine Zeit. Wie? Ja, ich hab heute viel zu tun. Ey, wenn du willst, ich helfe dir, komm, irgendeine Gang auslöschen oder was willst du? Ja, du bist bei FIB, du kannst mir nicht helfen. Ja, Touren, ja, aber... Hä? Glaub mir, ist besser, dass du nicht mitkommst. Glaub mir. Wieso? Was machst du denn? Als allererstes muss ich Ihnen zeigen, welches Auto ich fahre. Ach so, ja, nimm doch einfach deinen Toulouse. Alles. Nein, immer Toulouse. Wir müssen heute mal was Ende lesen. Ja, aber das ist so. Guck mal, das Ding ist, was machst du? Ja, komm, wir fahren auch mal in BMW. Auch mal BMW, oh, cool. Ja, Touren, wieso? Darf ich mitkommen? Nein, lustig, du darfst nicht mitkommen. FIB, ich nicht abhänge. Tut mir leid, ja, bei so Sacken. Hä? Du hast sowas noch nie zu mir gesagt. Ja, ich muss viel machen heute. Tschüss. Ey, Leute, er hat noch nie zu mir gesagt, dass er... Okay, ja, das mit dem FIB, ja, aber er hat mich trotzdem immer mitgenommen und gesagt, ey, Lucik, Hilfe, Hilfe. Ich habe ihm geholfen, ich habe ihm... Ey, Leute, irgendwas ist da faul. Ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, wir werden heute ein bisschen zivil unterwegs sein als FIB-Agent und mal Touren ein bisschen beobachten, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich wittere da ein bisschen... Oh, warte, der darf mich nicht sehen, Leute, wir bleiben... Okay, oh, Entschuldigung. Oh, Leute, ihr seht das schon. Er macht da irgendwelche Faxen mal wieder. Irgendwie geht's. Okay, er dreht auf jeden Fall durch. Wir fahren ihm jetzt mal hinterher, Leute. Ich will rausfinden, wieso er mich nicht mitnehmen konnte, Leute. Ich war doch immer am Start bei Gangs auslöschen, Autos klauen. Was muss denn da wohl anstehen, Freunde? Ich melde mich gleich wieder. Oha, Alter! Er überfährt. Aus dem Weg! Alter. Ei. Boah, du hast Vorfahrt, ihr blöden Menschen! Ey, Touren dreht heute komplett durch, Leute. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was der Junge hier vorhat gerade. Let's go, hinterher. Oh, nicht abhängen lassen. Oh, schnell. Hey, Leute, da vorne ist er. Da vorne ist Touren. Warte mal, geht zu den Lost MCs. Ich glaube, der geht da wieder was klären oder so, Leute, wie immer. Aber da hätte ich ihm noch auch helfen können und ihn begleiten können. Hä? Als ob, ich habe nicht mal eine Waffe, Leute. Wenn was eskaliert, ich kann hier nicht mal helfen. Da ist hier, guck mal, wie viele Lost MCs hier sind. Hey, was der da wohl mit dem reden will? Warte, wir rennen mal auf die... Ja! Okay, ja, was ist los? Okay. Ja, bin ja ein Deal gehabt, ne? Tuan, du weißt ganz genau, so machen wir das nicht mehr, ne? Wir sind die Lost MCs. Guck mal, wie viele Männer wir geworden sind. Wir scheißen jetzt auf dich. Oh, ja! Was? Ich muss Tuan, glaube ich, helfen, Leute, gleich. Weißt du was? Ihr könnt auf nichts heißen. Hey, Katzolück! Oh, nein! So! Nein! Oh mein Gott, Tuan! Oh, der kriegt Beschuss ab, glaube ich. So, hier, fließt meine Shotgun! Oh nein, Leute, ich muss Tour ein bisschen helfen. Komm, bitte. Kommt denn, alle Minigun! Ey, du wirst Tour nicht attackieren. Hier. Okay, den habe ich. Kommt denn! Oh mein Gott, Alter, die gehen komplett. Oh, Tour darf ich nicht sehen. Ey, ich habe den einen eliminiert, Freunde. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Aber, ey, da hätte ich ihm doch helfen können. Oh. Als ob er mich nicht mitgenommen hat bei einer Zerstörung der Lost MCs, Leute. Normalerweise nimmt er mich da immer. Oha, der eskaliert komplett. Der will da. Oh nein, der ist so geil. Komm. Okay. Ja!
Okay, der hat jetzt gleich alle abgeknallt, der hat hier Raketen in die Gebäude geschossen, der hat hier komplette Eskalation gemacht. Oh mein Gott, aber wieso macht er das? Hä, was ist, wieso? Und jetzt hört er hallo. Ja, alles geklärt. Ja gut, ja, wir sehen uns gleich. Er trifft sich mit jemandem, schnell zu unserem Auto. Er hat irgendwie mit jemandem gerade telefoniert und gesagt, wir sehen uns gleich, Freunde. Ich glaube, da ist was Böses im Busch, Freunde. Wir fahren ihm ganz schön hinterher, da vorne ist er. So, let's go. Kickdown. Kurz verfolgen. Ich glaube, wir werden jetzt ein Secret-Treffen von Touren mitbekommen, Leute. Guck mal, wo er langfährt, Freunde. Ich glaube, wir haben ihn. Ich melde mich gleich zurück, wenn wir am Start sind, Freunde. Let's go. Okay, Leute, wir verfolgen die Touren da vorne. Der ist gerade zum Del Piero Pier reingefahren, Freunde. Damals hatten wir dort noch unser Polizeirevier. Ich weiß ehrlich nicht, was er hier vorhat, Freunde. Also, dass er mal hier hinfährt, ich habe ehrlich keine Ahnung. Wartet mal, Leute. Wir schauen, es ist okay. Also, der überfährt wieder Menschen. Leute, ich glaube, hier wird was Schlimmes passieren, Freunde. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, hier wird gleich ein Mafia-Treffen sein oder sonst was. Irgendwas muss passieren. Ich packe jetzt mein Auto mal hier hinten. So, jetzt laufen wir mal vor, Freunde. Da vorne steht er. Zu wem läuft er denn? Er hat einen Koffer in der Hand. Wo bist du? Was? Der schreit da rum, wer? Sucht er mich, Leute? Hat er mich? Nico. Weißt du, dass ich da bin? Hey, komm her. Was? Wer ist das? Leute, ist es Tuans Freundin? Ja. Hat Tuan eine Freundin, Freunde? Hey, Tuan. Also, du weißt, wie alles abläuft, richtig? Ja, mein Schnucker-Pupsi. Perfekt, super. Was ist bei dir? Tuan hat eine Freundin! Und, Ich melde mich später, ja? Ich lufte dich heute Abend an. Ich muss wieder zurück zu meinem Auto. Alles klar, viel Spaß. Oh. Was ist mit dir? Was machst du hier, Welle? Oh, Leute. Was machst du hier, Welle? Der dreht hier komplett durch. Ich hab eine Idee, Freunde. Touren geht jetzt langsam weg, Freunde. Ich gehe jetzt kurz zu der Frau hin und werde sie ansprechen, Freunde. Und vielleicht sagt sie mir, was los ist. Mal gucken, wir testen sie jetzt mal. Entschuldigung, die Dame. Ich will nicht angemacht werden, auf Wiedersehen. Kurze Frage bezüglich ihres Freundes. Warum gehen Sie jetzt? Hallo, Sie müssen nicht beiseite gehen, alles in Ordnung. Können Sie mir was zu Touren sagen? Ich erzähle dir gar nichts, er wird mich umbringen. Wissen Sie, wo Wenn ich das erzähle, bin ich auch tot. Sag mal, willst du mich umbringen oder was? Alles gut, danke. Das erzähle ich, Tuan. Ey, Leute. Oh nein. Oh oh. Ja, okay, die kann jetzt sagen, irgendein Typ hat mich angesprochen, Tuan. Ja, sie weiß ja nicht, wer. Wenn die sagt, rote Jacke, das muss ja nicht ich sein, Freunde. Ey, aber Tuan hatte gerade entweder ein Date. Ich habe keine Ahnung, der hat ja einen Koffer in die Hand gedrückt. Wir hätten auch den Koffer wegholen. Warte. Ey, Leute, ich weiß, was ich mache. Ich werde die jetzt überfahren und ihr den Koffer wegreißen. Dann gucken wir, was drin ist. Let's go. Oh. Ups. Ich hoffe, das war keine wichtige Person für Touren. Alles für die Wissenschaft. Also, wenn das Tourens Freundin ist, dann bringt er mich um, Leute. Ich gucke jetzt mal, was drin ist, Leute. Wir nehmen jetzt erstmal den Case weg. So, zack, wir haben den Koffer. Okay, jetzt mache ich den Koffer auf, Leute. Seid ihr gespannt, was in dem Koffer drin ist, Freunde? Okay, und... Oha, da ist einfach ganz viel Geld drin. Fetter Batzen voller Geld, Freunde. Hatte sie bezahlt? Aber was hat sie getan? Vielleicht wollte er mich deswegen nicht mitbringen, weil Touren sieht man nie mit Frauen. Ich habe die ein bisschen angefahren, Freunde. Ich hoffe, der geht später wieder gut. Das Geld nehme ich jetzt einfach mal mit. Wir fahren jetzt weiter, Freunde. Wir müssen wieder Touren finden. Wenn ich Touren wäre, wo wäre ich? Ich glaube, wir fahren jetzt kurz zu seinem Tempel rüber. Und ja, ich sage euch ganz ehrlich, wir werden ihn zur Rede stellen. Ich sage ihm, ich weiß, dass du eine Freundin hast. Und dann werden wir gucken, wie er reagiert, Freunde. Let's go. Hey, Touren! 3, 2, 1, was deckt euch? Ich komme! Ja! Tour! Ich wollte gerade dich abschießen. Ich will jetzt ein ernsthaftes Wörtchen mit dir sprechen. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich habe dich heute beobachtet. Was? Ja, ich habe dich beobachtet. Ich wollte rausfinden, wieso du nicht mit mir ein Eis essen gehen wolltest. Wow, Tour. Merkt schon, FIB schon wieder, du weißt, wie ich mit FIB umgeht. Nein, Tour. Wir waren mal gute Freunde, Lustig. Jetzt heißt es auf Wiedersehen! Nein! Ja, hab die geblinkt! Touren, ich wollte eigentlich nur fragen, wieso du mich nicht mitgenommen hast zu den Lost MCs, um sie auszurotten, und ich weiß, dass du eine Freundin hast. Was hast du gerade gesagt?
Ich weiß, dass du eine Freundin hast. Hör auf zu lügen! Ich weiß, dass du... Ich hab deine Freundin! Du warst mit einer Frau... du warst mit einer Frau am Pier. Ich hab die bezahlt für den Sub. Die hat mir Infos... Die war eine Woche lang bei Lost MC. Die hat mir Infos geholt. Aber die hat die Schatzi-Pupsi genannt oder so. Was kann ich dafür, wenn so gut aussehender Mann bin? Hä? Aber du, ich verstehe nicht, was ist dann der Grund, wieso du nicht mit mir heute abhängen willst? Heute ist mein freier Tag. Heute ist dein freier... Du hast nie einen freien Tag. Ich hab mal einen freien Tag, ja? Und ich muss auch jetzt gleich weiter. Ich will ein bisschen chillen, ja? Einfach ein bisschen ein Zeit für mich genießen. Ja, okay, alles klar. Dann genieß halt die lustig, Zeit alleine. Wenn du mich nur mal verfolgst, dann mach ich wie eben, aber ohne Plank. Okay, alles klar. Ja, dann bis später. Tschüss, und Tag noch. Ey, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, Touren, niemals macht er einen freien Tag. Bei ihm gibt's sowas nicht. Er ist ein Arbeitstier, er ist ein Workaholic. Er arbeitet, er liebt es zu arbeiten. Wir müssen, ich sag euch ehrlich, auch wenn er gerade gesagt hat, wenn ich ihn verfolge, wird er mich umbringen. Wir werden ihn verfolgen und wir werden rausfinden, wo er hingeht, Leute. Oh, aufpassen, Leute, aufpassen. Nur vielleicht sollte ich mir ein bisschen anderes Auto besorgen, obwohl... Wir verfolgen ihn einfach mal, Leute. Mal gucken, wo der jetzt hinfährt. Let's go. Hey, Leute. Ich verfolge Touren die ganze Zeit, aber ich muss hier so aufpassen. Ich fahre die ganze Zeit Offroad, weil der ist hier angekommen, Leute. Ich weiß nicht, Alter. Was ist das? Ach, das ist das komische Haus, was er mal Max... Okay, ich glaube, er will wirklich chillen. Ich glaube, Touren will wirklich chillen, Leute. Er hatte wirklich recht. Ey, der geht ins Haus rein, Freunde. Das ist das Haus, das hatte mal Max geschenkt. Das ist so das Strandhaus-mäßige, sonnige... warte, wir gucken mal wirklich noch rein, ob er wirklich jetzt chillt. Nee, Freunde. Also ich sag euch ganz ehrlich, da brauche ich auch gar nicht reingehen. Er chillt einfach komplett. Also es ist wirklich ein Haus im Ruhen. Und ich glaube, Thun hat recht. Nee, beeilen. Hä, ich habe ihn gerade gehört, Leute. Warte, der läuft da raus wieder. Hä? Er hat eine Box in der Hand? Wieso eine Box? Hä? Der läuft uns in sein Turus einfach weg? Hä? Warte mal, wohin läuft er denn? Er läuft in die Scheune rein? Der ist doch gerade hier in die Scheune reingelaufen, Leute. Hä? Hier ist nichts, hier ist... Hä? Der ist doch hier gerade in die... Der ist hier... Leute, irgendwas ist hier faul, Leute. Er ist in die Scheune reingelaufen, jetzt ist er verschwunden. Ich hab... Vielleicht chillt er doch nicht, Leute. Wir werden uns jetzt hier im Busch verstecken, bis es abends wird von mir aus. Wir warten, bis er rausläuft. Ich werde rausfinden, wo er rauskommt und ob er da wirklich rauskommt. Leute, es ist schon dunkel geworden. Warte, der ist rausgelaufen. Da kommt er. Da ist er. Er war den ganzen... Ich bin fast eingeschlafen, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Und er war nicht in diesem Ferienhaus, Freunde, wo er eigentlich... Wo ich gedacht habe, dass er dort chillt. Lecker Zicke getroffen! Ey Leute, irgendwas stimmt da nicht. Also ich weiß nicht wirklich, was da so abgeht. So gut nackt, du Lose, geh schlafen! Er geht da schlafen? Aber wo war er die ganze Zeit drin, Freunde? Ich glaube, wir müssen nochmal da rein, Leute. Ich weiß nicht, was da ist, Freunde, aber wir werden nochmal zum Traktor gehen. Let's go. Leute, ganz leise sein. Wir gehen da jetzt wirklich rausfinden, was da ist. Leute, ich sag euch ehrlich, der Traktor ist irgendwie weg, Freunde. Das ist wie, das sieht hier aus wie ein möglicher Eingang. Ich heb jetzt diese komische Schiene hier an, Leute. Die war vorhin auch irgendwie gar nicht da, Freunde. Als hätte er vergessen, was zu... Oh mein Gott. Was ist das hier? Wir sind... Alter, guck mal hier. Jellys Auto von einem riesigen YouTuber, das Auto. Das wird komplett gefahndet in Los Santos. Es wird seit Jahren vermisst. Der Bugatti. Oh mein... Warte, da ist ein Panther. Da... Ich habe noch nie in GTA einen Panther gesehen, Freunde. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß jetzt, was hier ist, Freunde. Das ist der geheime Tourenbunker. Warte mal, hier fliegt eine kleine Drohne rum. Seht ihr die? Alter, die fliegt hier rum. Was will die von mir? Alter, hier die Map von Los Santos. Hier die neuesten Pläne von Touren, sein Terminkalender. Tourens Terminkalender, Freunde. Oh mein Gott, Leute, ich habe ein geheim... Oh, habt ihr das gehört? Alter, hier noch ein Richard Mille GTR. Autos ohne Ende. Nein. Tuan hat einen eigenen Hai zu Hause. Guckt es. Alter, dieser... Oh mein Gott. Psch, Leute.
seinen Puma stellen. Alter, hier hat ein Hai. Warte, der Puma läuft rum. Der Puma läuft rum, Leute. Oh mein Gott, der hat einfach einen Puma da. Da ist noch ein Bett, da drin kann er schlafen, Freunde. Wir schleichen uns am Puma vorbei kurz. Oh oh. Da hat er uns gesehen. Guck mal, das ist einfach ein Puma, Freunde. Noch nie ein Puma in GTA gesehen. Ein Hai hat er auch. Hier eine Waschmaschine. Was ist das denn? Leute, ein kleines Auto. Okay, damit könnten wir jetzt wenigstens hier durchfahren, ohne dass der Puma uns sieht. Ein Waffenarsenal, Freund. Oh, 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 oh. Okay, der hat hier ein Waffenarsenal. Okay. Oh, oh. Leute, was geht denn ab? Wir haben Turns Geheimnis gefunden. Was ist noch hier? Hier noch... Oh mein Gott, ganz viele Waffen. Ich wusste, er macht heute keinen Urlaub, Freunde. Obwohl, vielleicht macht er auch Urlaub und hat hier so eine Untergrundbasis, Leute. Einfach Tourens Untergrundbasis mit kompletten Luxuswaffen, Luxusautos. Guck mal, was ist das für ein Auto hier? Ein Laufband hat er auch noch da. Ah, Leute, was ist hier alles? Umkleide, bisschen Fitnessgeräte, irgendwelche komischen Autos, die ich noch nie gesehen habe. Oh mein Gott. Alter. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Leute. Ich könnte auch auf frech jetzt ein Auto klauen. Alter, ich glaube, sein Puma ist eingeschlafen. Können wir uns noch hier umschauen. Hier wie so ein Wohnzimmer von ihm. Okay, ein Billardtisch. Oh, ein Adler. Da ist auch ein Adler. Der ist ja richtig tierfreundlich. Das hätte ich gar nicht erwartet. Okay, oh. Sein Essen. Sein Essen ist, glaube ich, noch warm. Er hat gerade hier gegessen, Freunde. Seine Küche. Okay, sein Puma schläft, Freunde. Kurz am Puma vorbei. Der darf nicht aufwachen. Okay, hier sind ganz normale Schlafsachen. Okay, oh, oh. Am Puma weg. Psst, Leute. Oh, oh. Schläft er mit offenen Augen? Ey, sein Puma sieht richtig gruselig aus. Ey, wir werden jetzt hier rausgehen. Aber Leute, wir haben einfach... Oder ich nehme das Jellymobil mit, Leute. Ich werde das Jellymobil mitnehmen, Freunde. Es ist einer der teuersten Lambos, die es gibt, Freunde. Wir werden den jetzt rausfahren. Let's go hier rein. Und jetzt müsste das Ding hochfahren. Wir sind hochgefahren, Freunde. Okay, schnell raus hier. Touren pennt, glaube ich, dort im Wohnhaus. Wir bringen jetzt diesen Jellymobil weg, Freunde. Alter, was war das denn für eine Episode, Freunde? Ich wollte eigentlich heute Touren nicht auf die Nerven gehen, ja? Stimmt. Ich wollte ihm einfach in Ruhe lassen. Alles war gut, alles war cool. Aber, Leute, ich habe ihn verfolgt, als er die Lost MCs abgeknallt. Ich bin auf komische Frau getroffen. Und dann sagte er mir, er will in Urlaub machen gehen, Freunde. Und sein Urlaub besteht daraus, dass er irgendwie hier einen geheimen Bunker hat und dort ganz viele Luxusautos versteckt sind, Freunde. Ich werde jetzt dieses Jellymobil hier verstecken. Entschuldigung, Jungs. Sorry, Jungs, alles gut. Ich verstecke nur hier das Jellymobil. So, Leute, wir haben das jetzt... Oh, was geht jetzt ab? Alter. Leute, ich glaube, hier ist das Auto nicht sicher, Mann. Ich bin hergekommen, die schießen mich schon ab. Ich glaube, das Jellymobil ist auf einer Fahndungsliste von der Polizei und es wird komplett gefahndet, wo das ist, Leute. Wir müssen es ein bisschen besser verstecken, Freunde. Ich verstecke sie irgendwo einfach. Ich nehme es mir als Souvenir mit, Freunde. Ich werde Touren dazu Rede stellen. Er hat einen geheimen Bunker und wir haben es rausgefunden, Freunde. Ich hoffe, euch hat diese verrückte Episode ich schaff das bis... Ich mache ein paar mündliche Präsentationen so und dann kriege ich das auf 3,9 und komm durch. Nee, Paul Berger, du musst echt was für die Schule machen. Du bleibst heute zu Hause. Hast du das? In dein Zimmer lernen. Hast du das? Ab hoch in dein Zimmer und lernen. Na gut, Alter. Ey, Leute, ich muss lernen. Ich hab Hausarrest, weil mein Zeugnis so schlecht ist, Leute. Aber ihr müsst jetzt erstmal ein Däumchen da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn so geht es hier nicht weiter. Ich sag euch ganz ehrlich, ja, meine Noten sind nicht die besten. Ja, ich bin zwar nicht so oft in der Schule. Max weiß das zum Glück noch nicht, Leute, aber wir sind einfach mal leise. Aber ich habe keine Lust, heute zu Hause zu bleiben, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, ich brauche irgendwie einen Ort, wo ich selbst sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Weil guck mal in diesem Zimmer. Ich kann mich nicht verwirklichen. Paul Berger steht viel mehr drin, als nur ein kleiner Junge in seinem Kinderzimmer, Leute. Ich weiß zwar nicht, wie ich das Ganze machen soll, aber irgendwie kriegen wir das Ganze schon hin. Aber wir kommen hier nicht raus, Leute. Hausarrest. Vielleicht lerne ich ein bisschen auf dem Balkon wenigstens. Ey, Leute, ich lerne jetzt einfach hier ein bisschen schön draußen. Ich weiß, ist jetzt nicht das Beste, aber... Was ist das? Paul Berger. Ja, Wissenschaftler, was geht ab? Ich muss lernen. Warte kurz, ich komme zu dir. Oh, sie sind auf dem Dach, glaube ich. Huch, das war eine Stufe zu viel. Ich komme. Wissenschaftler? Ja, warte kurz, ich schaff das. Sie können auch einfach die Treppe nehmen.
Nein, das ist so uncool. Oh. Oha. Zack. Oh, das war echt cool, aber ich habe gerade echt keine Zeit, ich muss lernen. Wie? Ja, das kannst du doch später machen. Na wirklich, Max ist sauer auf mich und so. Ich sag Ihnen ehrlich, ich habe auch die Schnauze voll, ich habe Hausverlust, ich will nicht mehr in meinem Kinderzimmer chillen, das ist voll kacke. Hm. Nun, Powerbagger, ich hätte vielleicht eine Lösung für das Problem. Hast du eine Waffe, womit ich Max Gehirnwäsche machen kann? Nein, sowas besitze ich zurzeit nicht, aber... Doch, Mann! Ich habe ein Labor von damals, was ich mir benötige, was man als Hausen, zum Hausen benutzen kann. Du meinst ein eigenes Labor? Ja, richtig. Das mein eigenes Paulberger geheime Verstecklabor! Genau, wo du auch leben könntest. Aber erst musst du etwas für mich erfüllen. Das kostet... Wie viel kostet's? Na, ich glaube nicht, dass du genug Geld dafür hast, aber ich könnte einen Gefallen für einen anderen Gefallen machen. Na gut, was denn? Hier in Human Labs befindet sich eine Substanz, die ich unbedingt benötige, um den nächsten Durchbruch in meine Experimenten zu schaffen. Okay. Das heißt, wenn du mir das besorgst, rufst du mich an und dann bringe ich dich zum Labor. Darf ich Waffen benutzen? Nun, wie du es machst, ist mir komplett egal. Na gut, wie sieht die Substanz aus? Nun, es ist in einem kleinen silbernen Aktenkoffer drin. Okay, super. Dankeschön. Super. Alles klar. Dann auf Wiedersehen. Es tut mir leid, Max. Okay, Leute, ich habe mich fast im Zaun verhangen, aber alles gut gegangen. Wir werden jetzt nämlich unser Hausarrest wegmachen, denn der Wissenschaftler hat gesagt, wenn wir uns diese Substanz besorgen, dann wird er uns irgendein altes Labor geben oder sonst was. Und dort hätten wir dann Ruhe, dort könnten wir auch mal chillen. Mit Alleinwohnen hat es bis jetzt nicht so gut funktioniert, aber so ein geheimer Paulberger-Versteck, Freunde. Steig's aus! Oh, Entschuldigung. So ein geheimes Paulberger-Versteck, Leute, wo der Kleine einfach sich entfalten kann und dem wirklich das verwirklichen kann, was er will, wäre doch perfekt, Freunde. Ich sag euch ganz ehrlich, wir müssen zu Human Labs irgendwas besorgen, Leute, einen silbernen Aktenkoffer. Das ist leicht. Wir gehen darüber, holen den Koffer und dann ist alles in Ordnung. Auf geht's. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich bei Human Labs. Wir müssen rein einen silbernen Aktenkoffer holen. Da ist irgendeine Substanz drin, die müssen wir besorgen. Okay, da vorne steht irgendein Typ. Ja, hallo. Stopp. Gut, da könnte ich vielleicht hineinkommen. Nein, du bist ein kleiner Junge. Warte mal, war das gerade eine Waffe in deiner Hand? Wissen Sie, was Nerfgun ist? Okay, die Spielzeuge. Was willst du hier? Haben Sie mal eine Gotcha-Kugel gegen den bekommen? Was? Eine Gotcha-Kugel, haben Sie mal gespürt, wie das sich anfühlt? Nein, was für ein Hammer? Scheiße. Das ist nur ein Hammer! Du, Hammer, yeah, Hammer, yeah, double, yeah. Du bist so Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Oh, der bewegt sich nicht mehr, Leute. Ja, wir gehen rein einfach. So, ich hoffe, das ist nicht so schlimm gewesen, Leute. Aber egal, Leute, wir werden da jetzt reingehen und einfach den Aktenkoffer holen, Freunde. So, ganz einfach. Ich hoffe, oh Gott, da stehen, okay, da stehen 4 Securities. Ich weiß, vielleicht bin ich ein bisschen auffällig, Freunde. Die denken sich jetzt so, was ist denn jetzt passiert? Aber wir werden das Ganze jetzt lösen, indem wir eine kleine Bombe hinwerfen, Leute. Ja, Paulberger-Style muss halt auch mal übertreiben. Und deswegen werden wir kurz die ganzen Menschen da wegmachen. So. So, weg mit euch. Entschuldigung. So, ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Ich sehe gerade nichts. Die sind benebelt. Oh, okay, Freunde. Scheinbar musste ich... Okay, scheinbar muss ich nicht nur... Alter, was steht da sogar auf, Mann? Was war das denn für ein Terminator? Steh mal nicht auf, Junge. Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier weg, und hier weg. Leute, ich laufe einfach mit einer Miniwaffe rein. Schieß alle ab, Leute. Oha, okay, da will jemand Ärger. Jo, Hände hoch, da hinten. Oha. Okay, Leute, ich glaube, die Kommen haben... Komm rein, Kleiner. Okay, bisschen Tränengas, Leute, damit die uns nicht sehen. Bisschen absmoken alles. So, schön ein bisschen FIB-mäßig. Und jetzt werden wir... Hallo, Kuckuck. Und noch eine Granate hinterher. Vielleicht fängt er den. Wo ist der? Oh. Hab ich ihn erwischt? Verdammt, der hat meine Bomben hochgejagt. Oh, der hat Bomben hier platziert, Freunde. Dann war das perfekt. Oh, hier ist noch eine, glaube ich. Okay, gut. Weg mit dir! Okay, Leute, wir stürmen rein. Wir haben keine Zeit. Wir sind Paulberger, der keine Angst vor jemand hat. Ja. Okay, Freunde, ich weiß zwar nicht, wo der Aktenkoffer sein kann, aber vielleicht... Ich weiß nicht, Leute, wenn ich... Oh, hallo!
Der hat die Tür aufgemacht, nicht ich, Leute. Ich habe mich erschrocken. Ich sag euch ganz ehrlich, der hat die Tür aufgemacht. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Aber wo komme ich denn jetzt rein? Vielleicht im Analysesraum. Hallo? Ist hier jemand? Hey Leute, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus hier. Aber ich weiß nicht. Kann sein, dass es hier ist, Leute. Oh Gott, vielleicht hier drin, ne? Okay, hier sieht's gut aus. Hier sieht's doch richtig gut aus, Freunde. Hier sieht's aus, als würde irgendwas Wichtiges drin sein. Okay, wenn es etwas Auffälliges gibt, dann ein roter Raum mit... Gib auf, Kleine. Ich komme jetzt zu dir. Wo sind Sie? Ich gebe auf. Bitte machen Sie mir nichts. Hallo. Du komm, Hände hoch, Hände hoch. Ganz langsam die Hände hoch. Wo bist du? Oh. Ganz langsam die Bitte Hände mach mir nichts. Ich bin ein kleiner Junge. Ich wurde entführt. Train, guck dir an den Wand an. Ja, du hast den Entführer. Ey, kurze Frage. Hast du einen silbernen Koffer gesehen? Der Entführer hat den mitgenommen. Nein, den Entführer. Ich wurde entführt. Der war mit mir hier drin. Warte kurz. Und du denkst, ich habe wirklich die ganze Armee selber abgeknallt. Der ist doch hier. Ah, der ist doch da. Ja, jetzt komm, ich bin nicht raus. Achso, ja, danke, dass du mich rausbringst. Ey, der Entführer ist aber noch weiter reingelaufen. Weißt du wo? Genau hier. Ja, du bist aber ja, wenn du dich bewegst in dem Outfit, aber. Okay, Leute, Paul Berger holt sich jetzt hier den Koffer. Also, ich muss das hier abchecken, Leute. Manche glauben nicht, dass ein kleiner Junge so viel drauf hat, aber ich gehe jetzt mit meinem Hammer und meinem Koffer einfach raus. Und jetzt nochmal für dich mit dem Koffer. So. Okay, Leute, wir müssen jetzt ganz schnell hier raus. Ich sag euch ehrlich, ich habe den Koffer. Ich hoffe, das ist der richtige Koffer. Ich habe 5 Sterne, die blinken aber gerade. Ich hoffe, die werden mich einfach in Ruhe lassen. Aber, oh, okay, da sind ein paar Cops vielleicht vorne. Aber, Leute, ihr wisst ja, Paul Berger lässt sich nichts anmerken. Okay, vielleicht müsste ich noch ein bisschen Auto fahren lernen, aber sonst ist alles in Ordnung. So, okay, was machen die da vorne eigentlich, die Cops? Aus dem Weg, Officers! Okay, Entschuldigung. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen die Tür ins Gesicht gerammt, Freunde. Hey, das ist euer Kleiner, nimm den fest. Okay. Okay, Hubschrauber kommen. Okay, Freunde, wir haben vielleicht ein klitzekleines Problem, aber nur ein klitzekleines. Wir haben jetzt nicht das beste und schnellste Auto, aber haben auf jeden Fall die Möglichkeit... Oh Gott. Okay! Okay, vielleicht habe ich doch ein größeres Problem, als ich gedacht habe, Freunde. Deswegen... Oh, nein. Oh, ja, hier runter. Das ist alles geplant, Freunde. Und jetzt schön auf den Schienen fahren, Leute. Auf den Schienen haben wir weniger Autos, mehr Helikopter. Aber wir kommen hier weg, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Wir kommen hier weg auf ganz entspannt, Freunde. Schön die Schienen entlang fahren bis zum nächsten Tunnel. Und dann ist auch wirklich alles in Ordnung. So. Guck mal, die Cops kommen mir gar nicht hinterher. So blöd sind die. Nur ein paar Helikopter sehen mich noch, aber sobald ich im Tunnel bin, Leute, werden sie die Sicht auf mich verlieren. Okay, Leute, jetzt schon rein in den Tunnel und zack, Freunde, wie sollen die mich noch finden, hä? Ich sag euch ganz ehrlich, wir werden jetzt auch die Sicherheitstür benutzen, Freunde. Die haben eh schon die Sicht verloren. Wir lassen das Auto hier stehen. Wir nehmen den Koffer hier mit, Freunde. So, zack, schön mitgenommen. Und jetzt laufen wir hier durch die Tür raus. Let's go. Ey, Leute, ich habe jetzt hier den Standort geschickt bekommen. Ich muss irgendwo hier hin. Die Polizei habe ich abgehangen, Leute. Ich bin zwar zu Fuß unterwegs, aber hier sind wir. Oh, hallo, Wissenschaftler. Ja, da bist du. Ach, die Übergabe findet hier statt. Bitteschön. Dankeschön. Ich tue es kurz ins Auto rein. Alles klar. So, wer ist das denn? Den habe ich noch nie gesehen. Das ist erstmal egal. Mein Name ist Jeffrey, Boss. Mit runter. Jeffrey ist da gerade ins Wasser gesprungen. Du komm springen. Runter! Ich will nicht schwimmen! Du musst dann hinterher. Dann kriegst du keinen Bunker. Hinterher! Ah! Jeffrey! So, und jetzt bitte einmal tauchen. Tauchen? Oh, Leute, wohin tauchen? Hier irgendwie... Warum läuft da auf Wasser, Leute? Hä? Was ist das denn? Das ist eine meiner Vakuumkapsel. Das heißt, dass ab genau da ist ein Millimeter Vakuum, was das Wasser nicht durchlässt. Okay, und was ist das hier? Nun, das ist der Unterwassereingang. Schau, ich habe alles trocken liegen lassen. Was? Okay. Nun, ja gut, wie kommst du denn am besten hoch? Warte, ich hol dich gleich. Was? Wo ist er hin? Hallo? Wissenschaftler? Wissenschaftler? Leute, der hat mich hier allein gelassen. Ich bin hier. Hier, schmeiß eine Waffe runter, eine Rope Gun, hol sie. Was? Was ist das denn, Leute? Der hat mir einfach eine Waffe runtergeschmissen.
Okay, wir versuchen da jetzt damit hochzukommen. Wohin schieß ich? Einfach nach oben. Wow! Alter, was war das denn? Nun, komm mit. Das ist ihr kleines Labor? Ja, richtig. So, hier ist, kann man Autos abstellen, die man dann unter Wasser am besten rausholt. Hier sind noch ein paar Waffen übrig aus alten Experimenten, aber die Funktionen sind halt nur Schießen, leider. Okay, und das war's? Das war natürlich nicht. Okay, oha. Okay, Freunde. Da ist ein Hai. Ja, ich weiß. Das war ein Experiment. Oh, okay. So. Nun komm wieder ein bisschen mit. Folge mir, mein Kleiner. Okay, Leute, wohin denn? Was ist das hier? Nix. Nein, hier ist alles zu. Also hier ist dieser Hai-Raum, ja? Das musst du schon mal verstehen. Und hier kommt noch ein Raum. Okay, Leute. Oha. Das ist so Secret-Base-Bunker-mäßig. Richtig, hier ist noch ein Raum. Das sind mehrere Haie. Ja, passt nicht schön. Ich mag die Meereswelt sehr. Okay, und... Wow. Das Büro. Ach so. Okay, und wo haben Sie Ihre Experimente gemacht? Nun, überall. Oh, was haben Sie hier für Experimente gemacht? Das erzähle ich aber niemandem. Was ist das? Ich hier durch. Hier ist eine versteckte Kammer. Okay, hier kann man sich umziehen und schlafen. Ja, genau. Hier kannst du unter anderem auch schlafen. Das ist ein 5-Sterne-Hotel, aber es reicht aus. Und was ist hier? Nun, hier ist nochmal ein Experimentraum. Okay, haben Sie Experimente mit Menschen gemacht oder warum sind hier so viele Sachen? Dann enthalte ich mich von der Aussage. Okay. So. Hier ist noch ein Geheimgang. Okay. Und was ist das hier? Was ist das denn? Was haben Sie hier getan? Lass uns weitergehen. Leute, ich habe echt ein bisschen Angst vor ihm. Hier ist noch ein kleiner Verhör, ein Raum, wenn du mit jemandem Freunden reden willst. Ach so, und das ist dann wohl die Zelle. Ja, ein Gästezimmer, leider ein bisschen, ne, mit Toilette und so. Also ich sag Ihnen so, ich nimm's. Hab ich denn? Ja, das ist jetzt mein Zuhause dann, ja? Richtig, und hier hast du nochmal, folge mir hier hin. Hier hast du noch einen normalen Ausgang. Ach so. Okay, dann danke. Bleiben Sie jetzt hier oder gehen Sie? Ich werde gehen, ich habe noch ein paar Experimente durchzuführen. Okay, perfekt, dann habe ich wohl jetzt so ein Zuhause, wo ich chillen kann. Ja, richtig viel Spaß beim Einrichten. Okay, danke. Ey Leute, was ist das bitte für ein geisteskranker geheimer Bunker vom Wissenschaftler? Wir können hier jetzt einfach chillen, wir können hier arbeiten, wir können hier lernen für die Schule, Freunde. Alles drum und dran, das ist ja mega krank, Leute. Aber vielleicht könnten wir auch mit diesem Bunker die Welt übernehmen, Freunde. Ich sage euch ganz ehrlich, ich komme auf ganz blöde Gedanken, aber ich könnte von hier aus die Untergrundgeschichte leiten, Leute. Okay, Paul Berger dreht gerade bis... Oh. Jetzt. Hallo? Berger! Ja, was geht ab? Wo steckst du? Ich bin gerade unterwegs. Max meinte irgendwie, du hast Larve bekommen, du musst lernen, Schule was lesen. Ja, ich lerne gerade. Brauchst du Nachhilfe? Nein, alles gut, danke. Sicher, ich hole den teuersten Nachhilfelehrer, kein Problem. Nee, ich bin schon schlau genug, eigentlich. Eigentlich tut's lau. Aber ich bin halt ein bisschen faul. Ja gut, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an, ja? Alles klar, danke. Gut, und benimm dich, dein Bruder hat dich lieb. Ja, ciao. Hey, warum bist du noch hier? Boss, ich bin Ihre Begleitung ab sofort. Ich bin für Ihre Sicherheit zuständig. Warum das denn? Ich dachte, ich kriege nur einen Bunker. Wieso habe ich hier so einen Sicherheitsmann? Ich bin hier der Sicherheitsmann von dem Bunker. Okay. Machst du alles, was ich dir sage? Wenn es der Sicherheit dient, auf jeden Fall, ja. Also ich gehe. Kannst du zu meinem Lehrer gehen und sagen, er soll mir bessere Noten geben? Ist dieser Lehrer eine Bedrohung für Sie? Ja, schon, ja. Hat er Sie mit einer Waffe bedroht? Mit Nachsitzen noch schlimmer. Er hat mich eingesperrt, wie im Knast. Nee, das geht nicht. Gefoltert mit Hausaufgaben. Ich bin kein Auftragsmörder für Sie, ja. Ich bin nur eine Security. Ja, kannst mir ein Auto besorgen. Ja, das kriege ich hin, ja, warte. Alles klar, dann. Jack, Jefferson, einmal bitte eine SUV zum Eingang AC. Was? Ja, wieso habe ich jetzt eine ganze...
Fahrzeug wird sofort geliefert, Boss. Alter, Leute, dieses Boss, dieses Machtgefühl, ich sag euch ganz ehrlich, mir geht's gerade, ich erfülle mich mit Macht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Komm, ich bring sie noch zum Ausgang. Dankeschön. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, vielleicht kann ich jetzt hier wirklich etwas aufbauen, Freunde, wovon ich immer geträumt habe. Von einer Warten Sie hier, Bros, warten Sie hier. Sie kommen erst raus, wenn das Fahrzeug bereitsteht, sonst zu großes Risiko. Okay, alles klar. Okay, Leute, wie heißt Bros, es noch? Der Bereich ist gesichert, kommen Sie raus. Wie heißt es nochmal? Jeffrey. Oh, Jeffrey, danke. Bros, was darf ich Sie hinbringen? Keine Ahnung, also, es wird Zeit, die Welt zu erobern. Okay, Boss, wie werden wir Welt erobern? Du bist dabei? Ja. Yeah. Und du hältst diesen Vorschlag nicht für dämlich? Warum dämlich? Keine Ahnung, weil ich kleiner Junge bin, der die Welt erobern will. Ich werde bezahlt dafür, ihre Befehle zu befolgen. Mir egal, wenn sie sagen Welt erobern, dann will man keine Welt erobern. Wenn sie sagen Döner-Teller essen, dann wir essen einen Döner-Teller. Was ist das jetzt für ein Auto hinter uns? Hey, warte mal. Das ist ein Angreifer, Boss. Wir werden angegriffen. Wieso greift uns jemand an? Der will uns abbringen. Wer ist das? Okay, warten Sie, Boss. Sie bleiben in Sicherheit. Bleiben Sie im Wagen. Ich verstehe. Oh Gott. Schießerei, Leute. Schießerei. Oh Gott. Ich muss mich auch verstecken. Was ist bleib denn jetzt? Bleiben im Wagen, Boss. Bleiben im Wagen. Alles gut. Wir knallen den ab. Weißt du, wer das ist? Oh. Hast du den? Jack, Ziel erledigt. Wer war das denn? Ich weiß nicht, aber wir haben öfter mal mit feindlichen Gangs zu tun. Hä, ich bin ja seit heute der Bunkerhalter. Wer bist du? Alter, sieht aus wie du ein bisschen. Hä? Kannst du mir erklären, wer das sein soll? Ich denke mal, das sind die Kolumbianer, die dahinter stecken. Ja, und warum stecken die dahinter? Was ist mit dem? Junge, du verstehst das nicht. Dieses Labor, was du bekommen hast, diese Bunker. Ja. Ja, sonst sind da immer nur Gangs und kriminelle Mafia, die sich einmieten da, ja? Ja, okay. Wenn du jetzt da einmietest, denken andere Gang, du bist betrogen, verstehst du? Ach so. Ja, egal, dann lass weiterfahren. Aber wieso? Ich dachte, es wäre ein geheimer Bunker. Wieso kennen die dann welche? Das ist eine gute Frage. Ja, das kann doch nicht. Ich rufe halt den Wissenschaftler an. Ich habe eine kurze Frage, und zwar, ich habe hier den geheimen Bunker bekommen. Ja, richtig. Ich wurde gerade angegriffen von irgendwelchen Kolumbianern oder so. Ah, das waren die Nachrichten, das sind die einzigen, die wissen, wo es ist und die waren schwer rauszukriegen. Aber dafür habe ich auch schon Vorkehrungen gezogen. Und zwar liegt in deinem Büro ein roter Schalter, den du mitnehmen kannst. Wenn du da drauf drückst, verschwinden alle Eingänge. Wie? Und dann, wo sind sie weg? Ja, wenn du nochmal drauf drückst, kommen sie wieder. Na gut, okay, alles klar, dann. Okay. Ciao. Okay, Leute, scheinbar gab es eine kolumbianische Vormieter oder so und es gibt einen Geheimknopf, womit ich die ganzen Eingänge verschwinden lassen kann. Das heißt, ich bin komplett undercover. Aber Leute, das ist krank. Ich glaube, ich brauche jetzt noch ein Undercover-Mobil. Jeffrey? Ja, Boss? Fahr mich irgendwie zu einem Autoladen. Ich brauche ein Fahrzeug, Mann. Okay, Boss, kein Problem. Okay, super, fahr schneller, aber fahr vorsichtiger, sonst feuer ich dich. Wer bezahlt dich eigentlich? Ich dachte, Sie bezahlen mich. Ach so, ja, mein Sekretär macht das. Glaube ich. Okay. Hoffe ich doch. Leute, keine Ahnung, wer ihn bezahlt, Leute. Aber egal, wir fahren jetzt erstmal uns ein geheimnisvolles Auto holen. So, Leute, hier rechts abbiegen. Hier lang. So, dankeschön. Also, hab ich Geld eigentlich? Nein, oder? Natürlich. Wie viel? Wo? Oh, hast du mich bargeld? Sie können die Firmenkarte nehmen, Boss. Meine Firmenkarte. Ich hab die nicht da, hast du sie? Ja, hab ich dir auch gegeben, hier. Ah, danke. Du kannst nach Hause gehen, völlig ist Feierabend heute. Soll ich dich nicht noch begleiten oder so? Nee, alles gut, danke. Okay. Okay, Leute, ganz verrückt, Leute, wir haben... Guten Tag, hallo. Ja, hallo, wie kann ich weiterhelfen? Ich brauche ein Fahrzeug, womit ich ein bisschen undercover bin, womit mich mein großer Bruder nicht sehen kann, so, und was schnell ist, was im Notfall sich verteidigen kann gegen kolumbianische Mafias und, Sag mal, hast du zu viele Videospiele gespielt? Ich brauche das futuristische Fahrzeug, was ihr habt. Ja gut, ich glaube, die Dinger dann passen nicht. Ja gut, ich habe jetzt einen neuen Wappig reinbekommen, den wollte ich eigentlich so schnell loswerden. Wenn du den haben willst, 30.000. Ja okay, der ist sogar günstig hier. Los.
Es sind Sachen, die sind so krank wertvoll, ich brauche unbedingt FIB-Schutz, Bro, sag ich dir. Ja, okay, warte mal. Du meinst du so Alarmknopf, dass du Knopf drückst und dann kommt Polizei, FIB, bam, Einsatzkräfte, zack, zack, zack. Das, am besten auch ein Streifenwagen, der immer dreimal am Tag hier vorbeifährt, vielleicht auch so ein Polizeiwagen, der vor der Tür draußen steht, damit das so auch Täter abschreckt und so. Ich brauche die volle Polizeischutzpaket. Also Max, jetzt hör mir mal zu, okay? Also ich will ja nichts sagen, aber dieses Programm funktioniert nur für Leute, die ein Unternehmen haben, was über 5 Millionen wert ist, ne? Oder? Ja, ist es hier, ist es. Max, komm mal kurz mit in dein Büro. Rosak, nur weil du jetzt hier vielleicht noch nichts Teures siehst, es ist hier sehr, sehr wertvoll. Leute, ich weiß nicht, irgendwie hat Max, glaube ich, Lack gesagt. Ich brauche unbedingt FIB-Schutz. Was ist das denn hier? Was ist hier los? Hier, die Damen. Oh, hallo, warten Sie? Hä? Hallo, oh, hallo. Guten Tag. Das sind hier meine Kunden. Ach das, so. Ne? Kannst du mal bitte auf, meine Kunden zu belästigen? Ach so, die wollen die... Oh, Entschuldigung. Das hier, das ist zum Beispiel der Werner, der will hier die A-Klasse kaufen. Da vorne, das ist die Alter, du hast Linda. Hä? Ist die hallo. Golf. Ja, komm jetzt, komm. Leute, irgendwas ist hier komisch. Ja, okay, also... Ganz ehrlich, guck mal, das Ding ist, du bist mein Bro und so, ich kann dir das auf jeden Fall machen, aber dreimal am Tag Streife vorbei, das kann ich nicht organisieren. Also ich kann dir ein Auto... Vertrau mir doch einfach, ich brauche hier wirklich Schutz, das ist hier sehr, sehr wertvoll alles. Ja, okay, Bro, also guck mal, das Ding ist, wir sind Freunde, ich kümmere mich drum, ja, aber was springt denn eigentlich bei mir dabei raus? Also, Bro, ich muss... Ist ein Job, Digga. Ja, aber bezahlst du es auch, oder... Alter, du bist FIB, du wirst von den Steuern bezahlt, ist dein Ernst? Ja, aber Max, ist dein Ernst? Du verdienst sowas für Steuern. Aber ich muss in die Papiere fälschen, weil ich habe hier ein Gutachten gemacht, Bruder, hier sind keine 5 Millionen. Okay, pass auf. Ich kann dir ja nicht einfach so Geld zustecken, weil das wäre dann, Das wäre Bestechung, ja. Genau, bei Beamten, ich darf dir jetzt nicht einfach Geld zustechen, aber ich kann dir einen sehr gut bezahlten Shop anbieten. Ja, aber... Du holst für mich ein Auto ab und bekommst 20.000 für einmal Auto. Ja, okay. Ja, Bro, ich mach das einfach, komm. Ich kümmere mich dann drum. Wo ist denn dein Auto? Da steht bei Armin in der Werkstatt. Okay. Ja, dann ist ja... Wieso? Ja, okay. Ja, also ich kümmere mich um diesen Polizeiknopf und so. Und, ja, alles klar. Streife brauche ich ja. Ja, ich kann mein Polizeiauto dann stehen lassen direkt. Alles klar, dann bis später. Ey, Leute, ganz komisch, Mann. Max hat irgendwie so einen Undercover-Laden hier aufgemacht. Komplett am Rand der Stadt unter einer Brücke, Freunde. Richtig, wo keine Kunden wahrscheinlich hingehen. Das ist gefühlt hier Secret Base, Mann. Keiner findet es. Und... Ich weiß nicht, er will jetzt Polizeischutz, alles drum und dran. Irgendwas ist hier faul. Aber wir machen jetzt kurz diesen Job, Leute. Wir holen kurz das Auto ab von Amir. Ich rede mal mit Amir drüber. Vielleicht weiß er mehr, was hier Max vorhat. Weil, ich weiß nicht, ist irgendwie passt nicht zu Max, Leute. Wir fahren kurz zu Amir rüber. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu Amir. Ich verstehe immer noch nicht, was da abgeht, Freunde. Max hat ein Autohaus aufgemacht, verkauft irgendwelche kleinen Billigautos, Leute, Golfs, A-Klassen. Das passt nicht zu ihm und will plötzlich irgendwie FIB-Schutz fürs Gelände. Also, ich muss jetzt Amir gleich fragen, was da abgeht. So, Amir ist Amir da drin? Oder ist ein Kunde? Yo, hallo, was wollen Polizei? Ach so, du bist ey, was geht, Amir? Was geht? Ey, ich war gerade bei Max, Amir, ne? Ich muss ein Auto abholen. Hast du einen Plan, welches das ist? Er hat gesagt, ich soll bei dir abholen. Ja, hier, der BMW. Den sollst du abholen hier, Digi. Hey, Bro, findest du das nicht komisch? Was denn? Wieso der BMW? Wieso nicht... Das ist so ein schönes Auto. Wieso nicht ein Ferrari, Lambo, Porsche oder sonst was? Max ist doch immer eher so Luxus-Muxus. Ja, Digga, weiß ich nicht, Digga. Ich sag doch nicht zu einem geschenkten Gau. Nein, Alter, der wollte ihn haben, der kriegt den gerne. Also, er zahlt ja. Also, wozu soll ich jetzt da Nein sagen, hä? Ja, okay, ey. Also, was gibt mich das? Ey, Ami, ich tune den noch ein bisschen um, okay? Ja, aber nicht bei mir, Digga. Also, für Tune hat er nicht gezahlt. Ja, ich mach's selber, Mann. Lass ja, mich. Ja, aber ey, hol dein dreckiges Polizeiauto hier weg. Das verschwinden nur die Kunden. Ja. Aber ganz schnell. Ja, wieso? Machst du hier so viel Schwarzgeld oder was machst du hier? Nee, aber auf Polizisten sind die Leute nicht gut zu sprechen, ja? Ja, ich schieß hier hinter das Auto. Aber guck mal, hör mir zu. Was denn? Max will, dass ich ein Polizeiauto und so vor seinen Laden stelle. Das ist doch ja, nicht normal. Ja, der wohnt ja ganz anders als ich. Nee, aber ich wohne ja ganz mal. Digga, willst du mich fahren? Ey, Rustig, ich fahr das Auto jetzt selber raus jetzt hier. Ey, lass es doch da stehen, das stört doch da keinen. Oh. So. Ja, okay, dann stellst du... Aus ja, oh. Ey, Leute, wir gehen jetzt und kurz... Und weg damit und tschüss! Boah. Upsala, Entschuldigung.
Amir, das, die Farbe, die ich jetzt gleich zum Umlack hier benutze, das ist, wir sind dann fit. Hey, gleich. Raus, Digga, hä? Ja, wir sind dann fit, Amir. Hey, raus, ja, raus wir hier. Wir sind dann fit, so. Okay. Hey. Also, wir machen erstmal ein bisschen, hey, entspann dich mal ganz kurz. Ich mach hier ein bisschen. Raus aus meiner Werkstatt, sofort, Russack. Ey, Amir, hör mir zu. Du kannst mal jemand anderen tun. Nee, so nicht. Was hast du mir zu zahlen? Oh, guck mal. Ey, benutze meine Farbe nicht! Alter, ich benutze sie jetzt. Welche Farbe würde zu Max Autos passen? Komm, wir machen mal. Ja. Ey, ich prank den mal. Mal gucken. Er wird niemals ein rosanes Auto wollen. Hier so rosa. Ey, das ist doch witzig, Amir. Spiel, guck mal. Okay, mir reicht, Digga. Alles klar. Warte ab. Amir, entspann dich ein bisschen. Wenn ich wiederkomme, Digga, gibt's Ärger. Dann gibt's richtig Ärger. Ja, okay. Ey, Amir ist richtig wütend. Ey, Leute, hey, da hat gleich mal ein Polizeiauto gegen die Wand gefahren. So, wir tunen jetzt ein bisschen das Auto um. Ich weiß nicht, ob das drin war, Freunde, aber wir machen es jetzt einfach mal. So, hier Wheel Color auch ein bisschen anders. Raus! Alter! Bist du wahnsinnig? Raus hier! Ey, du. Hausfriedensbruch hier! Ja, Alter, ich. Alter, Alter! Okay. Ja, ich bin ja schon weg. Alter. Verzieh dich! Ey, was geht bei Ami ab, Leute? Ich konnte das Auto nicht länger zu Ende tun und jetzt muss ich sogar noch die kleinen Einschusslöcher von Ami wegbekommen, Leute. Wie soll ich Max erklären, dass da plötzlich Schusslöcher sind? Ich fahre jetzt kurz rüber zu einfach einer Firma, wo man ein bisschen tunen kann, Leute. Tune das Auto zu Ende und dann fahren wir jetzt zu Max rüber, Leute. Es ist ein ganz komischer Tag heute. Ami dreht durch, Max verkauft Golf plötzlich. Irgendwas ist hier ein bisschen. Irgendwie, glaube ich, die haben zu viel Schnee geschnüffelt, Leute. Let's go. So, Leute, auf jeden Fall. Batz. Okay, Leute, wir fahren jetzt kurz hier rein. Hier ist auf jeden Fall Simeons Autohaus, Leute. Und hier hinten nutze ich kurz seine Werkstatt, Freunde. Ist jetzt auch nicht schlimm, Leute. Wir müssen jetzt hier kurz die Reifen bulletproof machen. So hier, zack, mitnehmen. Auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Car-Tuning hier. Das brauchen wir. Die Felgen, die lassen wir, die sind eigentlich ganz gut so. Vielleicht Untergrundbeleuchtung in Pink oder so, könnte man eigentlich machen. Also schnallt euch an, wir fahren da jetzt rüber. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt gleich bei Max angekommen, Freunde. So. Was geht denn jetzt ab, Alter? Warum sind hier so... was soll das hier? Hä? Ich bin ein Kollege von Max und er hat mir den Auftrag gegeben, das Auto für ihn zu holen. Und jetzt wollt ihr das hier reinfahren. Nächster. Fährt keiner rein. Ja, hey, Mann, du kannst das Auto hier stehen lassen. Holen Sie mal Max raus. Er schuldet mir noch Geld. Hallo, ist Max da? Willst du mich? Aber jetzt ganz langsam hier, ja? Aber was ist, geht denn ab? Was? Wer bist du überhaupt? Ja, alles gut. So, komm her. Alter, was geht denn hier ab, Leute? Ich ruf Max an. Ich ruf ihn an. Jack, ich habe einen Suspekt. Wie kümmere ich mich jetzt? Hallo, ich bin ein Kollege von Max. Ich ruf jetzt Max an. Hände hoch. Ganz langsam. Hände hoch. Hallo, ich bin ein Kollege von ihm. Umdrehen. Alter. So, und jetzt hier mal. Na, du hast keine Waffen bei dir. Alter, Jetzt verzieh dich, lass das Auto da stehen, ansonsten mach ich komplett kaputt. Ey, Leute, was geht ab? Ich konnte nicht... Ey, Max schuldet mir noch Geld, Mann. Wo ist denn Max überhaupt? Ich ruf ihn jetzt mal an. Hallo, Max? Jo, Russack, was los? Ey, deine Tür steht vor der Tür, hat mich gerade rausgeworfen. Wo bist du? Ich hab gerade noch was zu tun hier mit Autos und so. Ja, ich stehe vor dem Laden. Wo bist du? Bist du drin oder nicht drin? Ich bin gleich da. Komm vor den Laden. Ich komm gleich. Okay. Ey, Leute, wir halten sie jetzt. Er sagt, er ist schon gleich da. Was war das denn gerade? Da ist ein Bugatti irgendwie unter Wasser da reingefahren in den Tunnel. Und jetzt, Max war gerade nicht im Laden. Wenn er jetzt aus dem Laden rauskommt, hier vor die Tür zu dem Türsteher, dann weiß ich auch nicht. Ey, ich sprich den jetzt an. Ey, sieh da! Hab ich nicht gewarnt, oder was? Ja, Max ist jetzt da. Er kommt, der Chef kommt. Hallo. Ja. Oha! Hey, Alter, wie... Alter, was geht ab, Mann? Max, woher kommst du denn jetzt, Mann? Du warst doch gar nicht da, Mann. Ey, ich hab dein Auto. Doch, ich war die ganze Zeit da. Ich war nur auf Toilette oder so. Okay, sag mal, Jerome, dass ich rein kann. Ja, ey, Jerome, Russack darfst du reinlassen, ja? Alter. Okay. Ey, Max, wie findest du das Auto? Ich hab's für dich auch. Glück, Alter, wenn ich alleine auf der Straße, ich verprügel dich. Alter. Sieht scheiße aus, aber fahr's rein. Ich muss selbst hinlocken. Hey, ihn juckt das gar nicht, Leute. Ich hab extra das Auto reingeschissen. Er sagt, stell einfach rein. So, danke dir, danke, dass du den Job erfüllt hast. 20.000 habe ich dir überwiesen, danke. Okay, Du Russack, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ey, Max, kann ich... Ich chill dann einfach hier ein bisschen, wenn es okay ist.
Warte mal. Wo sind eigentlich die ganzen Kunden? Wollten die nicht die Autos kaufen? Warum ja, stehen doch nee, alle die da? Die hab ich auch alle weggeschickt. So. Rustag, ich muss jetzt hier das Auto rausschicken. Ja, jetzt alle raus. Jetzt zieh dich raus. Autos, ey, Jerome, sagt dem Sicherheitsteam, wir regeln jetzt alles ab. Ja, keiner mehr soll jetzt rauskommen. So, ich muss jetzt ja alles wird abgeriegelt hier. Hä? Mach mal Platz hier, wenn wir rausfahren! Okay, Ja. Ey, Rustag, vielen Dank. Ja, wie gesagt, schick ab und zu Streif hier vorbei. Ist sehr, sehr wertvoll, was hier ist, ja? Okay, danke. Verzieh dich. Ja, ich geh ja schon. Alter, Max hat irgendwie ganz komisch. Er hat kein einziges Auto aus dem Laden verkauft. Irgendein Bugatti ist da komischerweise gefahren. Max war die ganze Zeit nicht im Laden drin. Plötzlich war er im Laden drin, ne? Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, er hat uns was zu verheimlichen. Und wenn er es nicht selber sagen will, ich bin Agent, Leute. Ich muss rausfinden, was Max da zu verstecken hat, Leute. Und das werde ich auch tun, Leute. Wir warten einfach, bis es ein bisschen dunkler wird. Dann werde ich diesen komischen Türsteher mit vorknüpfen und da reingehen. Und wir werden rausfinden, was da abgeht, Leute. Let's go. Leute, ich habe jetzt gewartet, bis es dunkel wird. Guck mal, es ist jetzt komplett dunkel. Und die Securities, die rühren sich nicht vom Fleck. Guck mal, da steht einer. Ich sag euch ehrlich, wir werden da jetzt reingehen, Leute. Ich versuche erstmal friedlich reinzugehen. Wenn die nicht friedlich wollen, dann werde ich von mir aus den ganzen Laden stürmen, Leute. Es tut mir leid, Max. FIB-Schutz ist eh besser als irgendein komischer Hampelmann da vor der Tür. Was denkt er sich eigentlich? Guck mal, da läuft er rum. Guck mal, ich lock ihn jetzt erstmal hier raus. Hey, du da! Okay, jetzt let's go. Okay, ja, okay, ja. Komm! Ja, du! Du nicht! Vorhin große Klappe, gell? Komm doch, ja, komm doch. Nicht weg. Ja, er läuft doch nicht weg. Oh, du bist so langsam. Auf die Fresse. Ja, okay, du bist es. Okay, und zack. Okay, so, weg mit dir. So, du Schmutz, Alter, so. Ey, das musste ich eh die ganze Zeit tun, den mal zusammenkloppen. Der dachte auch, der ist irgendwie Herkules. So, Freunde, wir müssen jetzt gucken, wie wir da reinkommen in den Laden. Ohne, dass es jemand merkt. Hier sind auf jeden Fall viele Securities davor. Jerome, bist du da? Oh. Deine. Jerome, wir brauchen dich. Leute, okay, wir haben ein Problem. Warte, ich funke als Jerome durch. Ich funke kurz was als Jerome durch. Warte. Vielleicht klappt das ja. Hier unten liegt er. Jerome, check. Du hast dich voll komisch an, Jerome, was ist los? Ich geh kurz raus in den Tee trinken, mach du hier so lang weiter. Ja, alles klar, ich übernehme die Tür dann. Okay, Leute, alles gut. Alles gut, Leute, wir schleichen uns weiter rein. Ey, da ist wieder einer in der Tür. Leute, ich nehme jetzt einen Elektroschocker und schock die kurz ein bisschen K.O. Oh nein, die habe ich gesehen! Haben die? Nein. Oh, Gott sei Dank, ich dachte gerade, Leute. Okay, den einen haben wir. Oh. Oh nein! Schief gegangen! Wir werden angegriffen! Oh. Sofort raus, alle! Alter, was geht jetzt ab? Oh mein Gott, ich wollte doch eigentlich. Schießt auf ihn! Typ mit roter Jacke, ich wiederhole! Typ mit roter Jacke! Wir sind drinnen jetzt im Autohaus. Wo sind die? Endok! Okay, hier schießen auf jeden Fall noch mehr Leute. Hier geht was ab, Freunde. Hier geht was ab. Okay, wir sind auf jeden Fall drin im Autohaus, Freunde. Einer ist drinnen. Mach nicht zu laut. Wir müssen diesen Typen stürmen. Hey, Leute, hier bei den Daten. Die. Oh! Endoch! Oh, Alter. Ey, Leute, die ganzen Autoschlüssel sind. Die sind da. Die Autos werden hier oben gar nicht verkauft. Kein einziges Auto wurde als verkauft gemeldet. Und hier ist eine Frau. Irgendwas ist komisch hier, Leute. Ich schnapp mir jetzt mal kurz eine Taschenlampe. Der Typ ist K.O. erstmal. Wir gehen in Max sein Büro rein. Okay. Ja, sieht. Jungs, wenn wir nicht innerhalb von 5 Minuten rausfliegen, werde ich Polizei alarmieren. Oh, die wollen Polizei alarmieren. Leute, irgendwas läuft hier schief, Alter. Guck mal hier. Warte mal. Verriegelt alle Türen. Ey, hier liegt ein Bugatti-Schlüssel auf der Türesen, Leute. Ey, dieser Bugatti, der vorhin reingefahren unten rum, das könnte der Schlüssel davon sein. Ich will reinstürmen! Komm raus, du hast keine Chance da drin! Nein. Oh mein Gott, ich habe echt keine Chance, Leute. Nein, was mache ich denn? Ich muss mich hier vielleicht verstecken irgendwo. Tränengas! Tränengas! Leute, hier ist eine Tür aufgegangen! Was ist das? Hey Leute, was ist das hier? Guck, da ist der Bugatti! Alter! Was hat er hier? Das ist wie eine Werkstatt hier
Oh, oh mein Gott, hier komplette Zentralregister von irgendwelchen Supersportlern. Er hat hier fette Supersportler stehen. Waffen? Schussfläche? Ey Leute, was macht Max hier? Er hat hier komplette Arsenal. Was ist das für ein Raum? Was ist das denn? Ein Werkstattraum, Leute, wo er... Oh mein Gott, er rüstet sich hier aus und hier ist nochmal ein... Alter, irgendwas läuft hier schief, Leute. Ich glaube, Max hat was Kriminelles am Hut, Leute. Vielleicht klaut er irgendwelche Luxusautos und tut sie hier erstmal bunkern und dann später verkaufen. Ey, Rustak, was machst du denn hier? Max, willst du mir was erklären, was hier abgeht? Nein, ich will dir gar nichts erklären. Was willst du hier in meinem Lager? Was ist das hier? Das ist mein Luxusautobunker. Max, das sieht hier echt nicht legal aus. Ist das alles hier überhaupt legal? Ja klar, Alter. Ich weiß jetzt, was hier abgeht, deswegen aber... Deswegen wollte ich doch FIB-Schutz haben, weil hier die ganzen wertvollen Autos stehen. Oben sind die Schmalspurautos. Ey, Digga, mein Autohaus wurde so oft überfallen. Deswegen dachte ich mir, ich mach mal ein Autohaus, wo man erstmal nur Schmalspurautos sieht, dass niemand denkt, hier gibt's irgendwas Krasses zu holen. Und hier sind die wirklich teuren Autos. Alter, das ist einfach dein geheimer Bunker, Max, hier. Ey, ganz ehrlich, ich hätte doch direkt sagen können. Ich bin doch vom FIB, ja, guck mal. Ja, aber es soll ich doch schnüffel... niemand wissen. Ja, aber jetzt, ich guck mal. Ich hab das ja auch zu deinem Schutz dir nicht erzählt. Dann wirst du irgendwann gefoltert. Na, alles Leute gut. Leute werden entführt wieder. Ich will, das soll niemand wissen. Ey, ich hol den besten FIB-Schutz hier auf Knopfdruck. Alles ist hier abgeriegelt mit Luftunterstützung. Alles, Bruder. Ja, und erzähl's keinem, Mann. Ey, ich erzähl's keinem, Bruder. Ich kümmere mich drum, okay? Ich bin dann mal los. Ja, gut, gut. Ey, Leute, habt ihr das gesehen? Bugs hat hier einen geheimen Undercover-Bunker, Leute. Mit Luxusautos. Ey, Leute, jetzt verstehe ich die ganze Angst, Leute. Und alles macht Sinn plötzlich. Aber, Freunde, ich würde sagen, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, dass wir da noch mehr rausfinden, wo die Autos herkommen oder sonst was, dann lasst mal ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir finden die geheimen Bunker von unseren Freunden. Ciao.